Darmstadt for me represents this slope where audience is community, where audience is interested in practice, and here this has a unique form. Yeah, this is a special festival. Darmstadt is a special place. Yeah, because you work with very, very well composer, and you have also famous composers as tutors, famous musicians as tutors. So it's very the highest level you can reach. Wir mussten ja verschieben von 2020 auf 2021 und mir war es total wichtig, dass wir wirklich dieses Jahr was machen. Und wie man sieht, sind hier doch viele junge Menschen am Arbeiten, am Austauschen. Nicht so viele wie sonst tatsächlich, weil wir ja die Entscheidung treffen mussten, alles etwas kleiner zu machen, etwas übersichtlicher. Aber ja, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass wir überhaupt was machen konnten, dass wir auch Konzerte haben mit Publikum. Zum Glück kein Geisterfestival und keine Geisterakademie. Also wir haben komplett gestreamtes Festival, entweder als Livestream oder als Stream. Wir haben gezoomte Lecture-Reihen, gezoomte Diskursreihen. Wir haben sehr viel versucht, diese Zeitzonen mitzukalkulieren in den Unterrichtsformaten. Und das ist halt wirklich kompliziert, wenn du Brian Fernihau in San Diego sitzen hast und Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Südamerika, aus Asien, aus Europa. Also Eva Maria Müller von unserem Produktionsteam ist jetzt die absolute Expertin für alle Zeitzonen der Welt. Also das Festival sieht anders aus, aber ja, es läuft. Nearly half open. Like, what should we do? Yeah, like this. Play with this. Yeah. The close is with the hole covered. The half open is with the hole open. And then the open is actually the wah of the CD completely going away. Even if the general situation because of the pandemic is like this, I think that the festival works really well. We have the possibility to work with composers even via Zoom, and for me it's really interesting because they change their ideas with your imagination and with your examples, so it's quite sometimes, in my opinion, a process of co-composition. I suggest you to put chords with the length of the chords and then this floating line that turns up and down means faster or slower. Yes, actually there is a conflation. Wir haben ja das Thema Zusammenarbeit, Kollaboration, kollektives Arbeiten schon Anfang 2019 uns überlegt und haben gedacht, nach den Erfahrungen, die wir in den Vorjahren hatten, das ist sozusagen ein Punkt, an dem wir gerne noch mal weiter tiefer kommunizieren und uns austauschen möchten. Und dann kam die Pandemie und jetzt stellen sich diese Fragen natürlich eigentlich noch viel dringlicher und viel schärfer als vorher. Nämlich, wie arbeiten wir zusammen, wie können wir wieder in diesen Austausch kommen, der ja eigentlich das Musizieren oder auch das Reden, Arbeiten über Musik so wichtig macht. Inzwischen sind verschiedene Techniken kombiniert, Klänge, die durch Schlagen entstehen, die bei den Saiten durch Streichen, durch die Rotation der Magnete entstehen. Aber wenn man daran arbeitet, merkt man, dass die Verstärkung die Besonderheit macht, denn es gibt im nächsten Schritt eine Rückkopplung über Transducer in die Tische zurück. Das heißt, das, was ich auslöse, erlebe ich auch als Vibration in dem Tisch. Und in dem Moment, wo ich mit mehreren zusammenarbeite, kann ich nicht mehr genau kontrollieren, wer löst welchen Klang aus und welche
also was ist eigentlich mein Anteil an dem Klang? Es kommt ganz schnell zu einem ja, kollektiven Gestalten. I guess what's so special about this workshop is that there's the openness and space to experiment and try things that might fail and try things that might succeed. Also es war ein unheimlich hoher Aufwand, aber ich glaube, es lohnt sich. Und wir werden, glaube ich, in Zukunft sehen, was davon dann noch übrig bleibt. Vielleicht machen wir weiterhin auch ein gestreamtes Festival, aber das A und O ist die Begegnung hier vor Ort. Das ist durch nichts zu ersetzen. If you think of it just as a color, which it is probably. I mean, there was always, of course, working with these color trills. It gives more a bit of change in the timbre, which I think matches the music perfectly. Yeah, totally, absolutely. Das ist echt cool, diese ganzen Leute zu treffen und sich austauschen zu können und auch sich so ein bisschen zu vernetzen und zu merken, ah, okay, es gibt noch andere Harfenistinnen auf der Welt, die neue Musik machen. Das ist echt richtig toll. I definitely learned so much from all my colleagues like here inspire me from different nationalities, different artistic backgrounds. Same with the coaches as well, coming from all around the world. I have so much to think about. I have so much to think about, for sure. It's always hard to find people that are interested in new music. So when you're put in a place where that's what everyone's literally doing, you're able to make those connections and hopefully keep those connections in the future. It's where people come together. Like, I would say this is the key word for me, togetherness, especially this year, especially after the pandemic, coming together and experiencing music together, live, person to person, in the same hall and sharing this experience, not through the headphones, but through our own ears and presences. It's a perfect place. It's a place number one. Darmstadt Straße 41. The turtle.